Hey Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 8 Remastered. Okay, warte mal, entschuldigt mich mal schnell. Ich muss kurz das Spiel ein bisschen leiser stellen. So, weiter geht's. Das war nämlich gerade echt laut. Wir nach oben. Ah, Squaw, Squaw. Habt ihr Direktor Sid gesehen? Auf der Krankenstation. Wieder was los? Geh mal aufs Außendeck im zweiten Stock. Ein Schiff nähert sich. Vielleicht sind das ja Galbadianer. Vielleicht will sich die Hexe rächen. Auf alle Fälle müssen wir mit dem Direktor, müssen wir das dem Direktor melden. Ich kann nicht mehr reden, ich bin außer Atem. Ja. Zweite Stock, Keller, warum sollen wir im Keller? Da waren wir im letzten Part, aber. Und haben die GF Leviathan bekommen, die irgendwie ziemlich useless ist. Zumindest bisher, als kurzer Recap, weil sie nicht so viel krasse Abilities hat, so. Also Magiekopplung und Hilfswander erzeugt Supportzauber aus Items. Mach ich nur. Schiff, ein galvadianisches Schiff. Ist Direktor Sid hier? Der Direktor ist nicht hier. Seid ihr aus Galvadia? Wir sind Seeds. Dieses Schiff gehört Edea. Wir sind die Seeds der Hexe Edea. Seeds? Wir kommen rüber. Wir sind unbewaffnet. Wir kommen in Frieden. Können wir mit Direktor Sid sprechen? Wir suchen Sid. Ich bin hier. Wir sind gekommen, Eloin. Direktor Sid, wir sind gekommen, Eloin abzuholen. Sie ist hier nicht mehr in Sicherheit. Offensichtlich. Leider haben Sie recht. Eloin? Die Eloin aus Vin hier. Also aus dem Laguna Flashback. Squaw, Sie müssen doch Eloin kennen. Sie ist irgendwo in diesem Garden. Können Sie sich herbringen? Wer sind diese Leute überhaupt? Was haben Sie hier zu suchen? Squaw. Verstanden. Ich weiß auch zum Glück, wo sie noch ist, weil die haben wir, glaube ich, im letzten Part getroffen. Oder im vorletzten. Squall, die meinen doch die Eloin, oder? Das ist doch die, an der Laguna so gehangen hat. Ja, wahrscheinlich. Weißt du, wo sie jetzt ist? Okay, dann suchen wir sie doch. Sag mal, Squall, wer ist diese Eloin? Sie taucht in der anderen Welt immer auf. Ja, ich verstehe es noch nicht so ganz mit Laguna und so. Weil wenn es wirklich die ist aus der Bibliothek, dann ist die ja schon jugendlich oder halt zumindest in ihren 17 oder 18, nicht? Also ist das ein Flashback oder... Ich komme da echt noch nicht so damit klar mit dem ganzen Laguna-Mist. Thank you.
glaube, war das die Bibliothek, oder? Ja. Ist wirklich, ja. Was ist dein Score? Bist du etwa 9? Ja, ich bin 9. Bist du 9? D9? Was geht denn hier ab? Du kennst Laguna, richtig? Ja, das tue ich, mein lieber Onkel Laguna. Sag's mir, was war das eigentlich? Es tut mir leid, Squall. Ich kann es dir noch nicht erklären. Aber eins kann ich dir sagen. Das war die Vergangenheit. Also doch, die Vergangenheit. Es heißt doch, dass man die Vergangenheit nicht verändern kann. Aber was ist, wenn die Möglichkeit besteht? Würde man es nicht doch versuchen? Verändern die Vergangenheit? Meinen Sie das im Ernst? Lächerlich. Also, du bist es. Du bringst uns in die andere Welt? Es tut mir wirklich leid. Schon wieder. Durch irgendeinen Blödsinn werde ich wieder verwirrt. Warum ich? Ich habe genug zu tun. Lass mich in Ruhe. Es tut mir leid. Versuche mich nicht einzuwickeln. Squaw, hast du Loin gesehen? Ja, dort. Das, bin ich. Alles in Ordnung? Wie spricht man es eigentlich aus? Ich nenne es einfach Loin. Loin hat mir zugeflüstert. Oder Elione. Lion? Ich weiß, du sagst das gar nicht. Ich vertraue nur dir. Warum ist man immer von anderen abhängig? Er soll sich selbst um seinen Kram kümmern. Ich war nie von jemandem abhängig. Ich habe mich um meine Probleme und Sorgen immer selbst gekümmert. So emo, Squaw. Als Kind konnte ich natürlich nicht alles alleine erledigen. Ich war von vielen Menschen abhängig. Gebe ich ja zu. Wenn andere Menschen für mich da waren, bin ich das, was ich jetzt bin. Ich komme mir jetzt alleine aus. Ich weiß, was ich tun muss, um zu überleben. Ich bin auch kein Kind mehr und weiß alles. Das ist eine Lüge. Im Grunde weiß ich überhaupt nichts und bin verwirrt. Ich will nicht abhängig sein. Was muss ich denn dafür machen? Sag es mir. Jemand soll es mir sagen. Jemand. Bin ich also doch abhängig? Ich bin alleine. Ich werde mich bemühen. Ich schaffe es auch ohne dich. Ich werde alles alleine schaffen. Morgen auch. Im Englischen ist man tatsächlich viel direkter, um wen er sagt, dass er ohne es schaffen sei. Im Englischen sagt er Sis. Also Sister, Schwester. Er redet also von seiner Schwester, dass es ohne seine Schwester schafft. So, keine Ahnung, warum das nicht im Deutschen übersetzt wurde. Ich habe nicht geschlafen. Ach, wirklich? Das haben wir im Schlaf etwas gemurmelt.
Verrate ich dir aber nicht. Hey, gehen wir spazieren? Schon wieder. Das letzte Mal war es ein Rundgang. Diesmal gehen wir einfach spazieren. Geh doch allein. Du bist hier eh in Sicherheit. Du sollst mich ja nicht beschützen. Hör zu. Wenn du alleine bist, runzelst du immer die Stirn. Das ist der Grund, warum deine Wunde nicht ausheilt. Immer wenn sich ein Sch wenn sich ein Schorf bildet, bröselt er herunter. Stimmt's? Was ich damit sagen will, ist, auch wenn ich eine eingebildete dumme Gans bin, denke ich doch, dass ich ein bisschen dazu beitragen kann, dich von deinen Sorgen ein wenig abzulenken. Stimmt's oder habe ich recht? Okay, schon gut oder Blödsinn? Okay, schon gut. Oh, ihr beglückt mich aufs Höchste. Was? Also los. Guten Tag, hier spricht Direktor Sid. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Schulsender wieder in Betrieb ist. Hä? Nicht mein Tag heute. Etwas Riesiges müsste mal kommen. Oh, Squaw, Squaw von den Seeds, kommen Sie umgehend ins Direktorat. Ich wiederhole, Squaw, bitte umgehend ins Direktorat. Wieso immer ich? Ja, ich bin der Hauptcharakter, ne? Bitte handeln Sie mit Bedacht. Und das ist wichtig. Sie verlassen Sie den Garden nicht. Es ist nicht gestattet, den Garden ohne Erlaubnis zu verlassen. Ah, Sie sind es, Squaw. Squaw, ein Befehl. Gehen Sie mit Xell und Renoa nach Fisherman's Horizon. Ihr Auftrag, uns für das Chaos entschuldigen und Ihnen unsere friedlichen Absichten mitteilen. Und vergessen Sie nicht, die Stadt auszukundschaften. Verstanden. Warum eigentlich ich? Was ist los, Squaw? Gefällt Ihnen der Befehl nicht? Nee, nicht wirklich. Die Seeds sind keinesfalls nur eine Gruppe von Kämpfern. Ich möchte, dass Sie die Welt da draußen kennenlernen. Gehen Sie jetzt, Squaw. Was zum Henker? Gehen wir nach Fisherman's? Ich bin da. Sehe ich ja. Wir werden in Fisherman's Horizon an Land gehen. Wir entschuldigen uns für das Chaos und werden zudem die Stadt auskundschaften. Wenn wir nach Fisherman's wollen, können wir vom Außendeck im zweiten Stock nach draußen laufen. Das Haupttor ist ja eher gesperrt. Weißt du, sowas finde ich halt gut, dass das Spiel dir erklärt, wo lang du musst, weil manchmal bist du halt sonst ein bisschen verloren. So, vor allem in Final Fantasy VII. Das Original, da bist du echt verloren manchmal, wo du lang musst, weil du einfach nach irgendwelchen Städten suchen musst und dort dann irgendwann die Story weitergeht. Ja. Da finde ich, da ist 8 schon ein bisschen besser, weil es sich nicht direkt in diese Open World einwirft. Ja, klar tut's, aber ist da schon eigentlich ist schon immer meistens klar, wo du hin sollst. Außer manchmal. Muss schon mal ein bisschen rumfahren. Da sind sie. Ja, das vielleicht schon. Aber ich muss euch warnen, bevor ihr an Land geht.
Wir hassen Gewalt. Innerhalb der Stadt sind Kämpfe verboten, so lautet das Gesetz in dieser Stadt. Habt ihr verstanden? Ja. Wir repräsentieren den Garden. Wir kommen in friedlichen Absichten. Willkommen in Fisherman's Horizon. Nennt es einfach FH. Im Zentrum ist das Haus des Bahnhofsvorstehers. Stattet ihn einen Besuch ab. Mit Bahnhofsvorsteher meinen wir den Bürgermeister von FH. Das hatten wir auch vor. Gut, dass Sie uns verstehen. Ganz schön demoliert, was? Es tut uns leid. Der Garden geriet außer Kontrolle. Wir konnten es nicht verhindern. Macht euch keine Gedanken. Zum Glück wurde ja niemand verletzt. Außerdem lieben wir es, Dinge zu reparieren. Fühlt euch wie zu Hause. Also ich finde, muss ganz ehrlich sagen, diese vorgerenderten Hintergründe, die haben schon was, ne? Man kann ja sagen, was man will, aber ich liebe diese vorgerenderten Hintergründe. Ach so, hier ist nicht. Ey, aber das siehst du halt echt schlecht, ne? Seine Leiter ist. Ich kann schon sagen, hier ist noch eine Brücke, also man hier nicht lang. Die ganzen Leitern, ey, was ist denn hier, dass es so versteckt ist? Ach, der Fischer! Meine alten Fischgründe sind vollkommen zerstört. Wovon redest du? Sorry, es ist unsere Schuld. Sorry, es ist unsere Schuld. Ach, mach dir keine Gedanken. Ich wäre um mein Haar mit Hobbs gegangen. Ach, mach doch nichts. War nur ein Scherz. Meine Angelrute hat keine Augen. Sie wird nichts bemerken, wenn ich den Ort wechsle. Es wird sich nichts ändern. Zur Begrüßung schenke ich dir das. Okkult Fan 3 erhalten. Da wollen wir doch mal weitermachen. Drei, wo sind die ersten zwei? Habe ich die ernsthaft schon. Guck mal, ich verpasse so viel bei diesen Spielen, weißt du, es tut mir so leid. Die Legende einer GF. Das linke Foto zeigt einen Ring, womit man in der Lage sein soll, eine unbekannte GF herbeizubeschwören. Dieser Ring war früher im Besitz eines Könighauses. Name oder Verleib dieses Rings ist zurzeit unbekannt. Eine Legende besagt, dass man 666 Items, natürlich, benötigt, um diese geheimnisvolle GF zu beschwören. Also, das schenkt er mir zur Begrüßung. Finde ich actually nett. Dankeschön. So, wir gehen dann mal weiter. Eine Frage, stimmt das mit dem 666 Mal? Das ist irgendwie fucking random. 666 Items braucht man, um diese GF zu beschwören. Was ist denn das dann für eine GF, Mann? Satan oder was? Gibt da schon Ifrit. Ach, wo ist die Leiter? Hier. Okay, gut, die Leiter können wir zum Glück mit dem Schnelligkeitscheat. Ja. Bin ich echt froh darüber, dass sie diese Cheats eingebaut haben. Ja, die Animation geht schon lange. Soll es nach unten gehen? Ja, wo sonst? Geht in Ordnung. Wir sind nach Esther. Esther? Liegt am Ende der Schienen. Der berühmt-berüchtigte Start. Etwa nicht? Jeder, der nach FH kommt, will dorthin. Deswegen dachte ich, da keine Züge fahren, geht man am besten von FH zu Fuß. Stumpfsinnig, oder?
Ach ja, ihr seid ja nur hier, weil ihr einen Unfall hattet. Sorry. Okay, steigt ein. Auch ein geiler Job. Man steht einfach nur die ganze Zeit da und wartet darauf, dass Leute kommen, einsteigen und drücken auf den Knopf. Hey, du wieder. Hä? Hast du mich vergessen? Wir haben uns am Kran getroffen. Hä? Stimmt, oder? Ich weiß nicht recht. Tut mir leid. Wenn du so höflich bist, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich, mein Bruder, kümmern uns um den Lift. Du hast ihn doch oben getroffen. Ja, genau. Es scheint, du hast nicht gewusst, mit wem du vorhin geredet hast. Na egal. Wir sind uns alle ähnlich. Wenn du den Lift benutzen willst, sag mir einfach Bescheid. Sag mal, bist du ein Seed? Ja. Für Geld kämpfe ich doch gegen jeden. Bist du eigentlich glücklich damit? Will er mich anmachen? Nein, nein, ist schon gut. Euer Lebenswille geht mich nichts an. Hauptsache, ihr lasst uns in Frieden. Die gleiche Denkweise wie ich. Kein gutes Gefühl, wenn man es dir ins Gesicht sagt. Wieso ist Xia jetzt schon wieder der Leader? Ich glaube, da, wenn man da runter geht, geht sogar die Story weiter. Das sehen wir aber mal gar nicht hin. Der Meister von Bellumgarn heißt doch Norg, oder? Hat er sich schon verwandelt? Verwandelt? Norg ist doch vom Shumi-Stamm. Muss sich irgendwann verwandeln? Shumi-Stamm? Hey. Ey, du hast ja wirklich von nichts eine Ahnung. Naja, mach dir nichts draus, Junge. Irgendwann wirst du es begreifen. Ja, danke, Mann im Boot. Er hat sogar gekoppelt. Mit was hast du das bitte gekoppelt? Mit der Magie? So viel Crap und nichts davon ist besser als Shell? Oder ist Shell übers Beste? Shell ist 18, ne? Die Zombie ist sogar das Beste. Dann sinkt er unser Angriff, deswegen lassen wir es mal. Willst du was? Ja, ich schätze mal schon. Also. Fischflosse? Was brauche ich ja hier? Ein Eisenrohr. Wo kriege ich ein Eisenrohr her? Wo kriege ich ein... Ach Gott. Wo kriege ich eine Schraube her? Ein Eisenrohr meine ich. Hey du, du fischst gerne, oder? Ja, nicht ganz. Ach so, na dann eben nicht. Ach, hey du, ja, ich fische gerne. Genau, schau doch mal, was ich so drauf habe. Und hopp. Ah. Oh. Oh. Das ist immer was das Ladenschild. Und diesmal bin ich dran? Hä? Wenn er angeben will, passiert immer so etwas. Hä? Komisch. Wieso fliegt alles nach hinten? Vielleicht ist das Gewicht zu sehr. Hä? Sag mal, hast du einen getroffen, der am Kran gefischt hat? Ihr kommt doch gerade aus der Richtung. Ja, denk schon, habe jemand gesehen. Im Ernst? Und wie war es so richtig? Und wie war es so drauf? Ach so, doch, das war der alte Mann, oder?
So nur ein alter Mann, und er war richtig cool. Gell? Ja? Ich bin sein Lieblingsschüler. Das erklärt einiges. Ich werde auch einmal wie er. Als der Garden kollidiert ist, hat er bis zum letzten Moment gefischt. Ist das nicht cool? Wir beide verstehen uns ja prächtig. Coole Sache. Ich werde mich in Zukunft noch mehr anstrengen. Und hopp! Boom. Krack. Du wirst dich wohl ruinieren. Fahr hinaus, wenn du angeln willst. Ey, Alter, ich mach doch keine gefährlichen Sachen. Ein wenig Talent habe ich ja. Schaut doch her. Und hopp. Es wird nichts passieren. Was zum... so ist das also. Komm bloß nicht damit. So ein Mist. Der Fahnen hat sich verwickelt. Mist. Lass mich runter. Lass mich runter. Er hängt ja gerade den Mann. Oh. Wow, das war echt cool. Ja, total. Tja. 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 Es ist ja gar nichts passiert. Du verdammter Amateur. Wie gemein. Sag doch sowas nicht. Okay. Das war arg seltsam. Gut, Leute, wir sagen uns hier beim nächsten Mal bei Final Fantasy VIII Remastered. Und ciao.